Und damit herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Das war Remy Hund. Ich muss es hier. Oh nein! Ich glaube, er hat Angst vor deinem Monster-Rülpser, Jaco. Was heißt? Ich habe gerade schon gesehen, als ich hier im Pause-Bildschirm war, als wir gerade im Discord waren. Ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Oh nein! Aufwischen. Putz das! Wir sind auch am Aufwischen. Und da kommt John gerade und geht schlafen. Wieso hab ich sowas an? Besser? Ja. Erstmal Toilette putzen. Okay, okay. Und Schmuel ist auf der Arbeit. Und ja, man arbeitet. Fühlt sich unwohl. Oh nein. Nein, man arbeitet. Wo ist denn Remy-Hund jetzt hin? Oh. Ein Feini. Kann man irgendwie rausfinden, ob ein Kind schon kommt? Steht einfach nur drittes Semester. Ich meine, wenn der drittes kommen würde, würde ich es, glaube ich, mitbekommen, oder? Ja, die Entbindung ist dann unbekannt. Das sind diese drei Fragezeichen, deswegen. Die drei Fragezeichen, deswegen dauert das noch. Woher weiß ich, ob mein Hund schwanger ist oder nicht? Das ist auch eine gute Frage. Ist Remy Hund ein Mädchen? Ja, aus Versehen. Ich kann so. Hund schwanger? Schwanger wann? Bist du schwanger? Hund mobben. Können Hunde schwanger sein? Ja. Training schwängern. Was? Wen schwängern? Ja. Was? Nein, er soll weggehen und soll er sich schwängern lassen. Ach so. Ich glaube, er ist immer nur verliebt. In Pinkeln. In Pinkeln. Denn... Muss raus. Ich muss raus! Dann gehst du jetzt mit dem Hund Gassi, dann wecke ich dich. Oh, Papiertüte. In diesem Park versucht jeder irgendein Geschäft zu machen. Deshalb befinden sich hinter der Mülltonne beklemmte Papiertüte sicher auch keine Butterstullen. Das könnte aber auch arrangiert sein. Schmusi kann die Tüte entweder klauen oder liegen lassen. Gassi. Die Papiertüte, die will ich schon klauen, oder? Okay, dann klauen wir die. Ja, schon. So. Scheinbar hat Schmusi fette Beute gemacht. Kaltes, hartes Geld. 50 Euro. Ja! Mann. 50 Euro! Kalte, harte 50 Euro. Sollen wir in den Hundepark gehen mit Remy Hund? Ja, Remy Hund. Um 0 Uhr nachts. Okay. Oh Gott, neues Menü. Auch süß. Da trifft man die anderen coolen Hunde. Die noch wach sind. Ich nehme uns mal mit. Ich nehme auch mal Frexy mit. Ich will Frexy. Ich nehme auch Michael Paulus mit, Johns besten Freund. Michael Paulus? Wie so ein Jünger. Der steht so in der Bibel. Ich glaube auch. Das ist so ein kleines Kind, was wir letzte Folge auch hatten. Schläft. Oh nein. Michael schläft auch. Oh. Michael Paulus ist um 12 Uhr nachts nicht wach. Was soll das denn? Was soll das? Respekt. Ach man, Michael. Der Welpenpark. Das ist so süß. Das ist so traurig, dass Michael Paulus schläft. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So heißt der Michael Paulus. John, ich hab mir den Namen nicht ausgesucht. Musst du seine Mutter fragen. Können wir die töten? Das ist nicht nett, John. Wir töten nicht jede Mutter, nur deine. Hey. 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 Aber nur bei Vollmond. Was geht ab? Hey, was? Wollt ihr mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Bin du bereit? Ich hab so eine Ahnung. Jetzt ist es so weit. Sehen wir rein für alle Zeiten. Oh. Kurz die Kamera klatschen. Jack räumt erstmal im Park direkt mit dem Müll auf. Ich will auch 50 Euro finden. Das ist so voll dreckig hier, was soll die Scheiße? Lol. Lol, Müll. Kann ich meine POV machen? Kannst du, warte. Shift-Tab drücken? Shift-Tab, warte. Warte. Da ist eine Katze! Da ist auch eine Katze! Katzen schwängern! Das ist eine Katze. Das war eine Violine. Das sieht so lustig aus. Oh. Boba. Das ist meine Familie. Die Boba-Can.
Aber Remute ist auf der Bank. Nee, ich glaube nicht. Oh! Seit wann darf er das? Seit wann? Wäre lustig, wenn er sich jetzt so einen Parkaufseher da, in den Sack um beißen das zu verbieten. Würde. Willst du herkommen und uns das verbieten nach der Arbeit? Nein. Warum bist du denn nicht? Ich bin ja kein Parkaufseher, ich bin hier so illegal unterwegs. Illegal, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Verstehe, verstehe. Wenn er das nicht darf, dann feuere ich ihn an dabei. Aber hier sind gar keine Hunde. Das ist auch nachts. Das ist auch ein Hund. Da ist ein Hund. Ja, bitte fängern Sie uns. Sollen wir wecken? Ja, wecken ja. Wir den Rover. Das macht John jetzt. John geht jetzt zu dem bösen Kampfhund und weckt ihn auf. Let's go. Das läuft so super bestimmt. Da steht eine Geige. Willst du Geige spielen? Don't run weg vor John. Nein, Rover. Tut mir leid. John, was machst du denn? John. Ja, wenn ich sowas anhabe, kann ich das verstehen. Tschüss, Rover. Also John möchte sich umziehen, schätze ich mal. Ja. Dafür muss John erstmal stehen bleiben. Im Mondlicht baden. Okay, bade dich. Mysteriös. Nice! Neben der Geige. Ich auch machen. Das sieht so dumm aus mit der Mütze noch. Alle ja. Okay, wir gehen uns jetzt alle im Kreis hier hinlegen. Und so P drücken. P. Und dann bin ich weg. P für Pause. Ach so, ich dachte Pause für P. P für Pipi machen. P für Pipi. P für Pullern gehen. Das ist so eine Psychose. Kannst du Remy Hund auch hinlegen? Ich wünschte. Neuer Internet-Trend, Planking. Er piepiet jetzt auf uns. Er ist so voll verwirrt. Er denkt, wir sind einfach alle gestorben. Das sind so diese Trends von Leuten, wenn sie sich totstellen. Oh, das ist Fluki. Oh mein Gott, Fluki. Ja, oh. Ich denke, Fluki will sich auch im Mondlicht baden. Ja, Schmu ist zu Hause. Ich glaube, Schmu möchte auch im Mondlicht baden, oder? Ja, auf jeden Fall. $91 mit nach Hause gebracht. Ja. Insane. Bordet sich auch im Mondlicht. Ja. Wichtig. Warum verdient Oh, Schmu ist in Kacke getreten. Hat keiner mitbekommen. Oh nein. Hm. Oh, Fluki geht schon wieder. Mann, Fluki. Wollt nur kurz Schach spielen im Park alleine. Um 3 Uhr nachts. Das ist so out of character für Fluki, dass er noch wach ist um die Zeit. Was ist das? Ja, ist er nicht schon schlafen gegangen jetzt? Weil er arbeiten muss morgen früh. Aber das muss er ja nicht immer. Oh, sie stinkt. 5 Uhr morgens. Scheiße. Denkst du, du stinkst weniger, wenn du auf Klo gehst? Safe. Bezweifle eigentlich. Ja, dann finden wir raus, ob du danach Hände wäschst oder nicht. Verstehe. Ach, der Hund ist so süß. Ja, galoppieren. Oh. Ich wünschte, ich wäre so glücklich wie Remy Hund. Ja, Remy Hund. Oh. So ein Süßi mit seinen lackierten pinken Nägeln und seinen pinken Nippeln. Ja, wow, wow. Feini. So ein guter Junge. Nice. So ein guter Junge. Ah, oh, Schmuck kocht ums Essen. Sympathisch. Juhu. Oh, John ist konzentriert. Worauf konzentriert ja, immer doch. Auf die Würstchen. Auf alles. Cupcakes. Juhu. Nee, auf die Würstchen. Ach so. Los an, gay. Kann man nicht hier zum Essen rufen? Doch, eigentlich schon. Ja, irgendwie nicht. Traurig, traurig. Zusammen ein Gericht nehmen. Ja. Party. Ja, Party im Park um 4 Uhr nachts. Ja, geil, das ist ein Würstchen. Ich muss erst mal Instagram checken, scheinbar.
Und ich bin... Und alle Würstchen essen. Geteiltes Leid, weil sich jemand von uns schlecht fühlt. Wahrscheinlich, weil Schmu ein bisschen müde ist. Oh. Oh nein, Schmu. Ich bin gar nicht müde, wovon redest du? Absturz. Dim, 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 dim. Und John so, oh, dieses Tofu-Würstchen schmeckt lecker. Ja. Nam, 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 nam. Nope. Yum, yum, yum. Und schmust bei Tod auf Boden. Und ich stinke beim Todsein. Das ist schrecklich. Kumo, Schmu, Kumo. 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 John ist richtig angeekelt. Guck mir, Remy Hund spielt da in seiner Pisse. Ja, oh, Pisse. Ist so glücklich. Ja, Pisse. Und schon ist mir hingefallen. Ja. Kurz ins Essen gestolpert. Oh, so schönes Dings hier. Na, wie geht's denn Jakus Interessen? Käsetoast. Ach so, verstehe. Er mag Käsetoast. John zeigt mir jetzt sein Outfit und dann mobbe ich ihn hoffentlich dafür. Wichtig. Wow, es passieren so viele Sachen. Nicht. Oh, da ist jemand hier, aber. Billie Eilish. Billie Eilish ist hier, aber ohne Hund. Ich schmeiß mich mal an die Gute ran. Hier, ich stell mich mal lustig vor. Ich so. Der ist rot. Schmu, möchtest du Stress mit dem anfangen, weil er rot ist? Ja. Aber Schmu ist noch passed out. Scheiße. Du so, ey, das ist meine Farbe, dann fällst du so ohnmächtig auf seine Füße. Perfekt. Fußangriff. Los, Schmu, trägst noch deine Dienstkleidung. Jetzt geht's los hier. Was ist das denn für ein komischer Hund, ey? Bitte können Sie meinen Hund schwängern, bitte. Das schreibst du so auf Twitter jetzt. Das tweetet schon. Was guckst du so, Remy? Willst du nicht geschwängert werden? Ich meine, Remy-Hund. Ich habe gerade bei Billie Eilish mich vorgestellt, indem ich über Fliegen geredet habe. Hallo, irgendwie stinkt's ja auch immer so. Scheiße, es liegt an mir. Mann, Schmu, du versaust mein Date. Marty, Billie Eilish mag Musikliebhaber. Oder ist ein Musikliebhaber. Und Schmu mag... Ich mag, ich mag auch Musikliebhaber. Wo ist der Hund denn? Oh. Süß! Das ist wieder der Rover. Ja, das ist wieder der Rover. Der Range Rover. Aber wie können wir machen, dass Remy und der sich so... Oh, Remy-Hund. Wach mal auf hier! Wer ist das eigentlich? Ah, Joker ist auch da! Ja! Party! Wie gar nicht erkannt mit seiner Katzenmütze. Oh, John muss in der Süß. Schule sein. Und das ist Luki. Jakku hat Bekanntschaft mit Rover geschlossen. Süß. Oh, Joki geht schon wieder. Hallo, Rover, willst du meinen Hund schwängern? Oh, John schläft und weint gleich. Kann man Rover adoptieren? Der gehört schon, Liebe. Scheiße, einfach klauen. Kannst die Familie umbringen und ihn dann adoptieren, I guess. Das klingt simpel, ja. Ah, ja, oder? Und schlau. Was macht Schmu eigentlich? Im Internet surfen. Ich bin ein richtiger Surfer, könnte man sagen. Schmu, ich glaube, du bist chronically online. Oh, Scheiße. Chronically offline jetzt so viel. Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen. Ich kann so auf der Parkbank schlafen. Na, ist auch eine gute Idee. John, willst du hier ein bisschen spielen? Oh, ja! Geht leider nicht. Oh. Keine Kinder da. Ist das ein Kind? Möchte das mit dir spielen? Dann möchte ich doch bestimmt. Wie heißt der? Der kommt mit. Bleib doch stehen. John. Enrico Bach. Oha, der kann bestimmt gut so Violine spielen, weil der ist ja Bach. Oder Enrico. Klavier oder was auch immer Bach gemacht hat. Die spielen doch alle Klavier, oder nicht? Ich glaube auch. Ich glaube, der hat alles gespielt. Alles durchgespielt. Der hat Sims gespielt.
bin ich mir sicher. Ja, Tierwettbewerb. Oh oh. Los, Remy-Hund. Kann ich nicht die POV von Remy... Oh mein... Ist das die... Nein, das ist Jacos POV. Ich möchte die POV von Remy-Hund. Ich glaube, das kriegst du hin. Scheiße, Mann. Ja! Oh, süß! Oh, das hat... Das ist eine Idee. Kackt der jetzt da drauf? Hm. Los, Remy-Hund, los! Tschüss! Jetzt muss Jacko aber auch Hindernisparcours laufen, eigentlich. Ich mach Parcours! 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 Ja. Und? Ich dachte, Jacko wird ohnmächtig. Oh, ich dachte gerade, Jacko hat das jetzt gegessen. Hey. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Remy hat den Parcours mit einer Zeit von 40 Minuten und 4 Fehlern bewältigt. Vom nächsten Versuch sollte Jacko weiter mit Remy Hund trainieren und sie besser erziehen. Die Süße. Die Süße. Süße Remy Hund. Oh Mann. Oh. Hallo Hund. Ja, Bulldog. Möchten Sie mit unserem Hund verkehren? Er heißt einfach nur blau. Süß. Aber der ist ja gar nicht blau. Das ist voll die Lüge. Wir können ihn adoptieren und blau machen. Das klingt gar nicht mal so Warum schlecht. Warum ist meine Kamera jetzt hier rüber gesprungen? Was brauche ich da? Nach Enrico suchen. Der aber nicht mehr hier ist. Oh Mann. Oh, John wird angerufen. Oh. Und dann waren wir auch schon weg. Wahrscheinlich vom Schuldirektor. Ja, John kommt zu spät zur Schule. Mann, was John. Ist das denn? Was ist denn mit unserem... Kurz Papierbaum geworden. Gehört dazu. Geiler Zoo. Was? Gehört dazu, hat er gesagt, so. Glaube ich. Ein geiler Zoo. Ja, auch fest dran. Jacko sollte vielleicht nicht schwimmen, wenn sie halb am Einpinnen ist. Wir trinken los. Oh. Okay. Im Wasser einschlafen. Guten Abend, Jacko. Direkt neben der kaputten Dings hier. Ich glaube, wir müssen alle mal eine Runde schlafen. Außer Nick. Nick muss nie schlafen. Nick muss nur Pipi. So ist das, wenn man schwanger ist. Kein Schlafen, nur Pipi. Oh, ich bin auf dem Boden eingeschlafen. Da sehe ich mich aber auch. Da ein Baby unterwegs ist, hat der Sim-Sozialdienst eine kostenlose Wiege bereitgestellt. Süß. Oh. Oh, wo ist die? ja, Nick bekommt jetzt ein Baby. Wow, nice. Die Frage ist... Oh, die Wiege steht direkt da, oder was? Das wird er gleich reinflutschen. Ja, das ist die Frage. Wie sollen wir das Kind nennen? Soll ich Nick mal anrufen und fragen? Mach mal. Okay, warte. Hallo? Oh, Nick, dein Kind ist gerade auf die Welt gekommen. In Sims. Was? Dein Kind ist auf die Welt gekommen. Wir nehmen gerade Sims. Oh mein Gott. Du bist gerade oh live dabei. Wie sollen wir das Kind nennen? Es ist ein Mädchen, steht dran. Ein Mädchen. Ich habe einen guten Namen. Ich warte. Nenn das Kind Rhubarb. Ist Schmu dabei? Ja, Schmu ist dabei. Okay, Schmu weiß genau, wie das geschrieben wird. Schmu weiß, wie Rhubarb geschrieben wird? Rhubarb, ja, genau. Natürlich weiß ich, wie das geschrieben okay, wird. Schmu sagt, sie weiß natürlich, wie das geschrieben wird. Perfekt, ja, nenn mein Kind so. Remy, sag mir, wie Rhubarb geschrieben wird. Mein rechtmäßiger Erbe. Aber das war... Deine rechtmäßige Erbin. Okay. Ich weiß das. Gut, mein Namensvorschlag wäre Leoniden gewesen, aber Rhubarb ist auch Das kannst du als Zweitnamen nehmen. Meinst du Leoniden als Zweitnamen oder Leoniden als Zweitnamen?
Leoniden als Zeitname, aber zusammengeschrieben. Ja, perfekt. Wenn das, also wenn es nicht zu lang ist, wenn es zu lang ist, dann ist auch, dann kannst du es einfach da abkürzen. Das ist das Problem von dem Kind dann, wenn du es zu lang ist. True. Ja, dann schicke ich dir gleich ein Bild von dem Kind auch. Ja, bitte. Danke. Danke, danke, dass du dann gegangen bist. Gerne, das war voll der Zufall. Ja, dann viel Spaß noch. Schönen Abend noch. Ja, euch auch viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Bye. Okay, dann hat sich das auch geklärt. Ja, wie schreibt sich denn jetzt Rhubarb? R-H-U-B-A-R-B. Rhubarb. Hat das was mit Rhabarber zu tun? Das ist eine gute Frage. Leonin passt mit rein. Leonin als Nachname? Warte. Leonin. Leo. Ich muss das mit großem L machen. Leonin, Leonid. Nick und Tomatenmark haben ein Baby. Es ist nicht rot! Nein! Warum ist es nicht rot? Nein, es ist nicht rot! Nein! Joker. Ich muss das dick schreiben. Dick schreiben? Oh, mein oh Gott. Hallo Joker! Bitches and Jaws and Non-Binary House. Es ist nicht hallo. Rot. Warum ist Dann es nicht rot? Dann, das ist traurig. Das ist nicht John. Das ist das Kind von Nick. die Schüler dürfen selbst eine Aufgabe für ein anstehendes Schulprojekt wählen. Soll John eine leichte Aufgabe wählen, um sich eine gute Note zu sichern, oder sich an eine schwere Aufgabe wagen, um etwas Neues zu lernen? Schwere. Schwere. Ja, schwere. So vielleicht. Ja. Ja, sollen wir uns um das Kind kümmern oder eher nicht so? Nee, das ist voll gewertet. Er war nur so, pscht. Okay. John hat sich einfach übernommen und erhält eine schlechte Note. Jetzt wird es sehr schwer werden, diesem Fach noch ein gut oder besser zu erzielen. Mann, John. John. Wie ist das in 2 Minuten? Oh mein Gott. John muss fleißig lernen. Und Nick muss jetzt zum Kind. Hey, das pscht, gemutet? Mann. Können wir das Kind muten? Ich so. Joko hat ein Geschenk in ihrem Zimmer liegen. Okay. Pissas, Miley. Süß! Rhubarb Leonie hat großen Hunger. Wenn man sie nicht bald füttert, wird dieses Baby abgeholt. Oh Gott, Gottchen. Bitte macht jemand was. Das ist ja gar nicht gut hier. Hier füttern. Hier mit Flasche füttern. Können wir dann die POV von Leonie. Das ist Alex aus Stardew Valley. Können wir nicht. Hallo. Erstmal Kind Trash. In den Müll wegschmeißen. Oh, ich konnte ja doch wieder. Warum schlafe ich in Nick's Bett? Chaku hat eine versteinerte Sim-Hand gefunden. Eyo. Oh. Irgendwie D&D. Ja. Komm, die legen wir in dein Zimmer. Wie D&D. D&D. Kann man damit interagieren? Studieren. Kannst du studieren, Chaku? Aha. Seltenheit gewöhnlich. Umgebung 3. Was auch immer das bedeutet. Umgebung 3. Umgebung 3. Befindet ihr euch auch gerade in Umgebung 3? Ich bin in Umgebung 4,5, actually. 4,5? Wie ist das so? Ich war noch nie in 4,5, sag mal. Ja, es ist halt neu gebaut worden hier. Das ist ganz schön hässlich. Oh, okay. Verstehe. Umgebung 10 out of 10. Umgebung 2,7 von 10 Sternen. So wie der Film, den wir heute geguckt haben. Oh Gott, okay. Der war so schrecklich. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Was habt ihr denn geguckt für ein Filmchen? Irgend so ein Horrorfilm, der halt richtig scheiße war. Also wirklich, die schauspielerische Leistung war schrecklich, die Story war schrecklich, die Soundeffekte waren schrecklich. Alles daran war einfach nur schrecklich. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich schrecklich, muss ich sagen. Ich fand das auch schrecklich. Ich habe so gelitten. Warum hat sich das Kind denn jetzt schon wieder eingeschissen? Scheißkind. Scheißkind, Mann. Denkt ihr, das wird rot, wenn das älter wird? Nein. Nee. Unwahrscheinlich. Ich glaube, dann hat es einfach nur nichts.
Hautpigment-Gene bekommen. Mann. Sollten es nochmal versuchen. So lange, bis es ein rotes Kind ist. Die 100 Baby-Challenge. Oh Gott. Oder? Ich finde schon. Ja. Und dabei könnte ein Rübsen rauskommen. Ist okay. Das wird dann die Begrüßung vom Video. Ja. Oh nein, ich rübse nicht. Jacko, rübs mal so laut du kannst. Und sag dabei Hallo. Nimm das mein Mic nicht auf, Papa. Jacko, rübs mal Hallo. Ich versuch's.